Hallo Freunde des Lego-Bauens, willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal wieder ein Stadt-Update, ein bisschen kleiner, also hat sich nicht so viel geändert. Und ja, starten wir einfach mal. Hier habe ich ja gestern geunboxt, der Pferde-Cowboy-Typ. Dann ist hier hinten noch der Clown mit den Ballontieren. Den stelle ich wahrscheinlich vielleicht hier eher hier hinten in die Fußgängerzone oder was auch immer ist. Ich denke, da passt er besser hin. Die ist halt nur ein bisschen vollgepackt im Moment, da muss ich mir irgendwas überlegen. Auf jeden Fall hatte ein guter Zuschauer, der Ben M., die Idee, das Diner mit dem Pariser Restaurant zu tauschen, da sich das ja hier wegen dieser ja, Ecke anbieten würde. Und ja, ich muss sagen, sehe ich auch so. Also, ich finde es ganz gut. Ich muss jetzt halt nur gucken. Ich muss auch gucken, dass es nicht so wackelig ist. Was ich jetzt hier hin mache, weil die Ecke gefällt mir irgendwie nicht so, dass da irgendwie so ein kleiner Markt hinkommt. Markt hört sich doch an, so ein kleiner Stand vielleicht. Dass das da hinkommen kann. Und ja, also so an sich hat sich ja nichts geändert hier, vor allem im Bereich, den man so kennt. Was ich aber jetzt, was sich wirklich gut anbietet, und zwar habe ich ja erzählt, dass ich so ein Modular machen möchte, also ein eigenes. Mit einem Lego-Shop und so einem Zugtunnel. Und dafür ist ja hier perfekt Platz, weil hier kommt ja der alte Angeladen hin. Dann kommt hier noch so eine 16x32 Basisplatte mit Dings hin, wie heißt es? Schienen, richtig. Und wahrscheinlich nehme ich dann die flexiblen, die gehen dann so hier über die Straße. Ich hoffe, man kann das mit Zügen machen, so eine enge Kurve. Oh, was ist denn jetzt los? Hier, die Blumen sind ab. Ich mache mal kurz fest. So. Auf jeden Fall versuche ich das dann irgendwie so zu managen, dass ich hier mit den Flex Tracks, heißen die ja, so um die Kurve bauen kann, sodass er dann hier durchgeht. Ich glaube, das könnte knapp werden. Da muss ich nämlich schon hier mit der Kurve oder so anfangen, aber der Bahnhof ist ja nur hier. Von daher denke ich mal, klappt das. Und dann kommt halt hier der Tunnel hin. Und was jetzt meine Idee war, ist, dass ich dann hier diesen Zaun entferne und dann da überall auf den Tunnel drauf hier diese Dachterrasse erweitere. Oh. Sorry, die Dachterrasse erweitere auch hier mit den ganzen Laternen, mit den Blumenkübeln dran und mit den blauen Tischen hier. Ich denke, das bietet sich wirklich, wirklich gut an. Dann kann ich ja vielleicht noch in den Tunnel, ich weiß nicht, wie breit ich den baue, entweder fährt da wirklich nur ein Zug durch oder auch einen kleinen Bahnsteig. Das muss ich gucken, wie viel Platz ich da habe. Und auf der zweiten 16er Hälfte baue ich dann einen Lego-Shop hin, einen eigenen. Der wird dann wahrscheinlich, dann werde ich mir zweimal oder dreimal vielleicht in einem Jahr diesen Lego-Shop holen, diesen leicht modularen, den es aktuell für 25 Euro zu kaufen gibt. Der ist ja wirklich 16 breit, 16 breit, richtig, das passt ja perfekt. Und das kombiniere ich dann hier mit dem VIP-Shop, zu dem ich vielleicht heute noch ein Review hochladen werde. Da muss ich gucken, das werden aber nur so 2-Minuten-Review, also ich mache es einfach mal trotzdem. Und ja, dann kann man da vielleicht einen coolen Mock mitbauen. Und ich denke, so ein Mock-Modüler sollte schon jeder in seiner Stadt haben, der eine baut. Ich denke mal, das passt ganz gut. Was ich jetzt noch hier gemacht habe, ist, ich habe dem armen Halloween-Geist. Jetzt fallen die hier alle um. Was ist denn hier los? So, habe ich seine Kette weggenommen, damit die Frau mit dem Hund aus dem Camper hier Gassi gehen kann. Natürlich ist der. Sitzt am Steuer immer noch jemand, also so verantwortungslos wäre ich ja gar nicht. Und der Geist jagt er jetzt her wegen der Kette, keine Ahnung. Also ist ja vielleicht ganz lustig. So, da habe ich jetzt hier die Ecke ein bisschen schöner gemacht. Also erstmal weiter gefliest. Ich habe ja die Fliesen. Der Hund fällt schon wieder um. Ich habe ja hier die Fliesen gekauft, habe hier weiter gefliest und einen Baum hingebaut. Der ähnelt vielleicht ein bisschen so dem Mock, den ich mal gemacht habe im Stream. Aber es hat doch ein bisschen abgeändert. Hier unten auch mit Blumen drin, hier oben Blumen. Hier unten ein bisschen so kaputt. Ja, kaputte nicht so. Laub ein bisschen unten dran. Hier oben ist ein kleiner Vogel. Hier. Und ich gucke mal, das ist gut. So, und hier ist dann noch eine Parkbank. Die kann man auch hier so beliebig verschieben. Die habe ich auf so eine Hingeplate gesetzt. Hier, das sieht man vielleicht. Die ist auch grün, also fällt das auch nicht so zu stark auf. Dann kann man da irgendwie so ein altes Ehepaar vielleicht hinsetzen. Ich denke mal, das ist ganz gut. Und ja. So, dann noch einen kurzen Teaser. Und zwar habe ich heute Abend um 19 Uhr mit dem guten alten Bricktendo einen Livestream auf diesem Kanal.
Und so viel kann ich schon sagen. Es handelt sich um Brickheads. Also hier Go Break Me und so. Zum Beispiel ist hier der Freddie Mercury, den ich gebaut habe, weil ich ein Queen-Fan bin. Deswegen Freddie Mercury. Ich hoffe, man erkennt ihn. Und ja, da geht es um einen kleinen Wettbewerb. Und mehr will ich jetzt dazu auch gar nicht sagen. Ich denke mal, das ist ein cooles Thema für Livestreams. Das kann man auch mit ganz vielen machen. Ich denke mal, das wird doch nicht so schnell langweilig, so ein Thema. Näher werde ich es auch noch im Stream erläutern. Ich hoffe also, dass ihr alle dabei seid. Und ja, ich hoffe, euch hat das kurze Startupdate gefallen. Review wird zum VIP-Shop vielleicht gleich noch online kommen, könnt ihr auch reinschauen. Und ja, folgen könnt ihr mir auch auf Instagram, da heiße ich genauso wie hier, Stein auf Stein und Spaß von 9 bis 99. Da werde ich immer Set-Fotos hochladen, wenn was Neues kommt oder Mocs oder wenn ich neue Videos mache, werde ich da vielleicht ein kurzes Foto hochladen. Aber das mache ich seit, ja, neuestem auch nicht mehr, weil so ein komisches Thumbnail da auf Instagram hochzuladen, ja, ist mittelmäßig. Und ja, aber statt Update-Fotos könnte man immer machen und auf jeden Fall seid ihr immer up to date und ihr könnt auch, lasst einfach gerne ein Like da, falls es euch gefallen hat, abonniert, falls ihr noch mehr sehen wollt und wir sehen uns hoffentlich heute Abend im Stream. Also, ciao!